Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi the Ruffy und wir sind unterwegs unter Mathilda auf Pilzen. Ein Gefecht der Stufe 4 und 5. Wir sind in dieser Runde Low Tier. Und dass keine nominellen Heavies gibt. In dem Szenario relativ selten vorkommt, kann vorkommen, aber es ist selten. Also viele gerade den KV1SA, KV1S, KV1 und so fort, dass man da Excalibur, wie es alle heißen, dass da überhaupt keiner dabei ist, der ein Handy fährt. Aber gut. Mathilda ist ja so ein Medium Heavy Hybrid. Panzerung in Heavy hat auf alle Fälle. Deswegen habe ich mich entschieden auf Heavy Light Form. Da werden auch 5 Jahre auf Panzer ein Hinten kommen. Dieser Panzer 3J hat aufgemacht. Die ersten 2 Dicken gefallen. Von hier auch zum Ankommen dauert halt. Mathilda, abhauen, kann aber nicht. Raus. Eine relativ seltsame Position, die er da eingenommen hat, hat er gedacht, ich sehe da nicht. Warum er da hinten hat, ist keine Ahnung. Diese Position wird er wohl nicht nochmal wählen. Leute an, die ihn da ohne Gnade rausnehmen. Er ging voll durch ihre Panzerung. Die kommen wieder draufhauen. Dann wäre ein bisschen kantiges Instrumenten. Der ging nicht durch. Aus natürlich ist was Wirkungstreffer. Das hat 100% höhere DPM. Aus meine ganze Ausrüstung. Gegenstände, die ich habe, benutze. Ein Nachladezeit bei 1,3 Sekunden. Doch schneller gibt es was vorne. Nicht den Schuss, fährt halt ab. Doch aus dem kann ich ab. Ab hier. Ja. Weltmeister Panzer 4H. Vor mich gestellt hat. Wirkungstreffer. Also, auch egal, dass ich geschossen habe, ein bisschen was gut worden. Ein bisschen raus. Und jetzt geht nur noch der M81 und da haben wir ihn aufgeklärt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Und da können wir auch die noch rausnehmen. Machen uns einen vierten Kill und gewinnen die Runde mit 15:4 in ein bisschen was über 4 Minuten. Und da würde ich sagen, schauen wir uns noch schnell das Gefechtsergebnis an. So, und da sind wir bei dem Gefechtsergebnis. Wir haben das Überlegensabzeichen zweiter Klasse gemacht, die Kämpfer Auszeichnung für die 4 Kills und Wirkungsfeuer. Wir haben 1209 Schaden gemacht, damit den zweithöchsten Schaden.
in diesem Gefechtsszenario mit Stufe 4 und Stufe 5 ist es dann eigentlich immer hervorragend, wenn man als Stufe 4 Panzer dann mit den meisten Schaden macht. 4 Kills, 693 Basiserfahrung. Leider hatten wir auch Leute im Team, die keinen Schaden gemacht haben, oder aber das hat das Gegner-Team genauso. Den Stuck 3B, der zweimal an mir abgeprallt ist, hat keinen Schaden gemacht. Na, der hat auf mich geschossen. Ich habe ihn aber schnell genug rausgenommen. Der Hetzer im Gegner-Team hat keinen Schaden gemacht, obwohl das eigentlich auch ein Panzer ist, mit dem man locker 2, 3, 4 Schuss machen kann und Schaden machen kann. Keine Ahnung, was bei ihm los war. Gut für uns, weil unser Hetzer hat auch Schaden gemacht. Aber es ist halt, wie es ist. So, ich habe 38 Mal geschossen, 31 Mal getroffen, 6 Mal, 26 Mal penetriert. Insgesamt ging das Fecht 4 Minuten 15 Sekunden. Und wegen der verbesserten Munition und den Rationen habe ich ein Minus von 55.242 Credits gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Gefecht. Auf Wiedersehen.